In der folgenden Abbildung ist der große Kreis mit Radius 5 innerlich tangent zu den zwei kleinen Kreisen mit Radius 2 und 1, jeweils in A und in B. Die zwei kleinen Kreise sind äußerlich tangent zueinander. Frage: Was ergibt der Abstand zwischen A und B? Zuerst vervollständigen wir diese Zeichnung so: Da der Radius vom großen Kreis 5 ist und der Radius von diesem kleineren Kreis 2 ist, muss die Länge von dieser blauen Strecke CD 5 minus 2, also 3 sein. Da der Radius vom großen Kreis 5 ist und der Radius von diesem kleinen Kreis 1 ist, muss die Länge von dieser grünen Strecke CE 5 minus 1, also 4 sein. Was wir suchen, das ist dieser Abstand zwischen A und B, bezeichnen wir ihn mit x. Was wir suchen, ist also diese Zahl x. Wir werden sie bestimmen durch die Cosinus-Regel in diesem Dreieck ABC. Und dazu werden wir den Winkel ACB brauchen, nennen wir diesen Winkel Alpha. Im Dreieck ABC ergibt die Cosinus-Regel eine Seite, also hier x im Quadrat, ist gleich zur Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten, also 5 und 5, minus das Doppelprodukt dieser zwei anderen Seiten, also minus 2 mal 5 mal 5, mal Cosinus des Winkels, den diese zwei anderen Seiten bilden, also mal Cosinus von Alpha. Daher wissen wir, dass x im Quadrat gleich sein muss zu 50 minus 50 mal Cosinus von Alpha. Jetzt verbinden wir die zwei Punkte DE als Strecke und wir wissen, dann muss die Länge dieser Strecke DE 2 plus 1 sein. Radius 2 plus Radius 1. Also die Länge dieser Strecke DE ist 3. Jetzt wenden wir die Cosinusregel nochmal an, aber dieses Mal in diesem Dreieck CDE. Die Cosinusregel ergibt, dass 3 im Quadrat dasselbe ist wie die Summe der Quadrate dieser zwei anderen Seiten 3 und 4 minus das Doppelprodukt dieser zwei anderen Seiten 3 und 4 mal Cosinus des Winkels, den diese zwei anderen Seiten DC und CE bilden, also mal Cosinus von Alpha. Aus dieser Gleichheit wissen wir, dass Cosinus von Alpha 16 24stel sein muss, also 2 Drittel. Und deshalb können wir in der ersten Gleichung hier oben Cosinus von Alpha durch 2 Drittel ersetzen. Das ergibt dann sofort, dass x im Quadrat 50 minus 50 mal 2 Drittel sein muss, also ist x im Quadrat 50 Drittel. Und deshalb ist x die Quadratwurzel von 50 Drittel, das heißt die Quadratwurzel von 50, also 5 Wurzel 2, geteilt durch die Quadratwurzel von 3. Wenn wir in diesem Bruch Nenner und Zähler mit Quadratwurzel von 3 multiplizieren, dann erhalten wir 5 Wurzel 6 geteilt durch 3. Die richtige Endantwort ist also Antwort C. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.